Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich hatte ja vor langer Zeit schon mal mit diesem Santar einen Malz gemacht. Ich hatte ja kein Weiß bekommen. Und darum hatte ich auch dieses Honeygold mal bestellt gehabt. Hat anfangs nicht geklappt. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie es einigermaßen funktioniert mit diesem sogenannten Cloud-Effekt. Das wollte ich jetzt einfach nochmal probieren und nochmal zeigen euch. Ich habe mir hier was abgefüllt, ein bisschen mit dem Menükleber gemischt. Also ich sage jetzt mal so fast halb-halb gemischt. Und wir werden das dann nochmal ausprobieren, nochmal zeigen. Ich kann auch wieder ein bisschen was dazu erklären, so wie immer auch. Und dann lasst uns anfangen. Bis gleich. So Freunde, dann lasst uns mal starten. Ich habe hier einen Keilrahmen, der ist 30 auf 30 cm. Ich habe mir hier Magenta angemischt. Mein geliebtes Kaminrot, endlich mal wieder. Türkisgrün. Und hier habe ich ja dieses Satin Animals, und zwar dieses Honeygold. Das ist ja dieses hier. Es ist, ich kann es euch zeigen. Es ist noch fast voll. Also ich habe nicht viel verwendet, beziehungsweise, ja, lasst mal überlegen, doch ich habe es halb-halb gemischt, halb Vinylkleber und halb Honeygold, also nicht, dass ihr was Falsches sagt, weil ich hatte ja zwei Dosen von diesen, muss ich korrigieren, aber passt. Nur, dass wir es richtig machen, halb-halb gemischt. So, ich weiß jetzt auch, wie der Trick ungefähr geht. Und darum denke ich mal, dass es funktioniert. Ich kann euch nachher mal noch ein Bild zeigen, wo ich schon mal getestet habe, ohne euch. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. hier habe ich noch dieses Milk Paint. Hier in Deutschland finde ich eigentlich nur Pulver. Aber das könnt ihr vergessen, weil das funktioniert nicht. Ich habe jetzt gemerkt, in Amerika oder so gibt es ja so Fertiggemischte zu kaufen. Ich habe noch keins gefunden. Mit diesem Pulver könnt ihr vergessen, nicht bestellen, funktioniert nicht. Darum habe ich jetzt spaßeshalber auch mal Holzlasur, einfach vom Hornbach, vom Baumarkt. Es riecht halt ein bisschen, aber das werde ich auch demnächst bringen als Video, also könnt ihr euch vielleicht auch darauf freuen. Die habe ich auch schon mal getestet, funktioniert auch ganz gut, aber jetzt machen wir erstmal das mit dem Honeygold. Okay, ich hoffe, es funktioniert soweit. Gut, jetzt brauche ich einen Becher. Da habe ich keinen Becher. Wartet geschwind. Jetzt glaube ich ja nicht, sehen wir die Becher aus. So, bin zurück. Ich wollte keinen angepanschten Becher nehmen, sondern einfach, dass ihr seht auch. Okay, ich mache ein bisschen Honeygold rein, aber auch nicht zu viel. Habe ich gemerkt, wenn du zu viel machst zum Schluss, kommt auch zu viel raus. Man kann höchstens eins machen. Wir machen jetzt einfach mal ein Dirty Pouring, dass wir das auch mal zwischendurch noch mal reinmachen. Zum Beispiel jetzt ein bisschen. Magenta. Fange ich nochmal an mit Türkis. Jetzt Magenta. Und das Kaminrot. Dann machen wir hier nochmal einen Tropfen drauf, einfach spaßeshalber. So. Und im Prinzip einfach ein Dirty Pouring laufen lassen. Ihr seht auch hier mal, wie das schon ein bisschen reagiert. Na, habe ich da Klumpen drin? Ich hoffe nicht. Könnt ihr auch fahren, wie ihr möchtet, ihr könnt da Kreise machen.
Ja, in meinem letzten Video habe ich gemerkt, ich war ein bisschen verschnupft und habe ein bisschen genuschelt. Bitte ich auch nochmal um Entschuldigung. Ich habe es gemerkt, indem ich das Video angeschaut habe und undeutlich gesprochen habe. So, jetzt kommt das Santor einmal. Ich verteile das jetzt aber mal ein bisschen. So. Und viele machen das auch nochmal außenrum ein bisschen, damit es diese Zellen außenrum gibt. Da möchte ich jetzt aber auch nicht ganz so viel machen. Was ihr machen könnt, hier genau in die Farbe reindrücken. Ein bisschen. So, auch nicht zu viel. Schauen wir mal. Dass dieses Mal auch wieder so funktioniert oder nicht. Ja, vielleicht ein bisschen wenig genommen diesmal in die Mitte. So, ich hoffe, meine Farbe ist soweit. Ja, dieser helle Fleck wird verschwinden. Aber das ist mir eh zu aggressiv, gelb oder gold. Den will ich gar nicht haben. So. Einfach wieder ein bisschen in die Mitte laufen lassen. Was mir jetzt aufgefallen ist, vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig von diesem Honeygold rein hier. Aber so ist ja immer dieser Vorführeffekt. Ihr seht aber, wie es hier praktisch schon, ja, wie so Zellen gibt. Obwohl ich, wie gesagt, also ich habe kein Silikon drin, ich habe nur Farben mit Vinylkleber angemischt. Jetzt erhitzen wir das mal und schauen, was passiert. Ja, dieses Mal kommt das Gold gar nicht so richtig raus. Wahrscheinlich zu wenig genommen.
muss da noch einen Ticken mehr nehmen. Ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken und dann kann ich euch auch mal das vorige Bild zeigen, was ich mal getestet habe. Und dann seht ihr mal, was passiert, wenn man ein bisschen mehr nimmt. Aber jetzt lasse ich es erstmal ein bisschen einwirken für 10 Minuten und dann zeige ich es euch von nahem wieder. Also, dann bis gleich. So, Freunde, bin zurück. Jetzt zeige ich es mal von nahem. Ja, wie gesagt, es hat nicht so funktioniert. Aber so ist es halt immer, wenn man viel erklärt oder ob man es in Ruhe macht. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann trocken rauskommt. Und ich zeige euch das Video trotzdem, weil ich das so schlecht auch nicht finde, das Bild. Ihr seht ja diese Zellenbildung am Rand. Auch hier. Ich werde aber nochmal ein Bild machen und etwas mehr von diesem Satin Enamel Honey Gold nehmen. Ich kann auch gleich zeigen, warum ich etwas weniger genommen habe. So, da sind wir schon mal am Rand dann. Ich meine, das hat trotzdem was, das Bild. So. Passt mal auf, kommt mal mit rüber. Ich hoffe, das geht vom Licht her. Das war eigentlich mein erster Versuch nochmal. Und so wollte ich das dann auch machen, weil ich finde, das ist richtig cool gekommen. Aber was mir nicht so gefallen hat am Rand, diese Zellen, zu viel und etwas zu dreckig. Darum wollte ich etwas weniger nehmen. Und hier hinten könnt ihr vielleicht auch gleich mal schauen. Das habe ich mit dieser Holzlasso gemacht. Das war jetzt auch mein erster Test so. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, gibt hier also auch kleine Zellen. Das kommt aber auch noch später, zeige ich euch. So. Okay. Ich werde noch mal ein Bild machen. Und ich denke mal, dann nehme ich noch mal etwas mehr von diesem Honeygold. Dann kommt es auch besser und klarer raus. Okay, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Vielleicht auch was gebracht, nochmal auszuprobieren, weil es kam viel die Aussagen, dass es nur mit dem Satin Enamel Weiß geht. Habe ich ja lange Zeit nicht bestellen können. Jetzt habe ich eins bestellt, ist aber noch nicht da. Und darum habe ich jetzt aber nochmal mit dem Gold probiert. Aber es scheint ja auch zu funktionieren, wenn man weiß, wie es geht. Okay, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Und ich mache noch mal ein Bild. Bis dann. Tschüss. Bye.